Der Rattenfänger von Hamel, mündlich überliefert. Wer ist der bunte Mann im Bild? Er führet Böses wohl im Schild. Er pfeift so wild und so bedacht, ich hätt mein Kind ihn nicht gebracht. In Hamel fochten Maus und Ratzen bei hellem Tage mit den Katzen. Es war viel Not, der Rat bedacht, die andere Kunst zu Wege gebracht. Da fand sich ein, der Wundermann, mit bunten Kleidern angetan, für Fratz und Mäus zusammen, ohne Zahl, ersäuft sie in der Weser all. Der Rat will ihm dafür nicht geben, was ihm war zugesagt soeben. Sie meinten, das ging gar zu leicht und war wohl gar ein Teufelsstreich. Wie hart er auch den Rat besprochen, sie dräuten seinem bösen Pochen. Er konnte zuletzt von der Gemein nur auf dem Dorfe sicher sein. Die Stadt von solcher Not befreiet, im großen Dankesfest sich erfreuet, im Betstuhl saßen alle Leut, es läuten alle Glocken weit. Die Kinder spielten in den Gassen, der Wundermann durchzog die Straßen. Er kam und pfiff geschwind, wohl auf ein 100 schöne Kind. Der Hirt, er sah sie zur Weser gehen, und keiner hat sie je gesehen, verloren sind sie an dem Tag zu ihren Eltern Weh und Klag. Im Strome schweben ehrlicht nieder, die Kindlein frischen drin die Glieder, dann pfeifet er sie wieder ein, für seine Kunst bezahlt zu sein. Ihr Leut, wenn ihr Gift wollt legen, so hütet doch die Kinder gegen, das Gift ist selbst der Teufel wohl, der uns die lieben Kinder stohl.